Die Olympischen Winterspiele im Februar 2018 in Pyeongchang sollen nicht nur mit guter Organisation und Top-Anlagen, sondern auch mit kurzen Wegen auftrumpfen. Die Sportstätten, das Stadion, das Österreichhaus und das Olympische Dorf werden innerhalb von 10 Minuten erreichbar sein. Davon konnte sich eine österreichische Olympiadelegation am Dienstag bei einem Baustellenbesuch überzeugen. Das Stadion schaut an und für sich toll aus, weil natürlich durch diese Anordnung haben alle Zuschauer auch einen relativ nahen Blick zur Bühne, wo dann die Eröffnungs- und Schlussfeier stattfindet. Hinter uns sehen wir ein großes Gebäude, das ist dann für die Olympic Family gedacht und wird dann umgebaut zu einem olympischen Museum nach den Spielen. Ansonsten wird dieses Stadion wieder abgebaut und das ist nur für die Schlussfeier und für die Eröffnungsfeier temporär errichtet worden. 3 Busminuten vom Olympiastadion entfernt liegt in Yongpyeong das fast schon fertige Olympische Dorf. Das Resort besteht aus 8 15-stöckigen Gebäuden, die 3.800 Betten bieten. Das rot-weiß-rote Team wird im Gebäude Nummer 106 auf den Stockwerken 1 bis 10 wohnen. Mit ca. 100 Personen wird das österreichische Team hier vertreten sein, also der Großteil, nur an die 5, 6 Athleten werden an der Küste im eigenen Dorf mit Betreuern untergebracht sein, der Rest hier. Es wird nicht zu groß sein, das Apartment oder die Apartments. Es wird auf alle Fälle gemütlich und man muss sich zusammenfinden. Das ist allerdings für alle Nationen gleich. Und was vor allen Dingen gilt, ist wie immer bei Olympischen Spielen, dass einfach wirklich alle Nationen gemeinsam wohnen, leben und auch essen. Kochen darf man nicht selbst, sondern dafür gibt es die allgemeine Essenshalle. Auch wenn die Zimmergröße als durchaus kuschelig zu bezeichnen ist, freut sich Christoph Sieber schon auf das gemeinsame Essen in der zum Speisesaal umfunktionierten Mehrzweckhalle. Der Yongpyeong-Dom war eine Eishalle und wird jetzt als Essenshalle genutzt. Ebenso werden hier die operativen Büros der Organisation untergebracht sein, wo man natürlich alle administrativen Tätigkeiten erledigen kann. Gerade diese Essenshalle ist immer eine besondere Show, muss man fast sagen. Man kann sich hinsetzen und wirklich mal Menschen aus unterschiedlichsten Ländern, Art und Farbe genießen und beobachten und Freundschaften schließen. Es ist schon ein ganz eigenes Flair, was ein olympisches Dorf mit sich bringt.